Ja. Spreche ich gerade mit Schnuckelfimmel? Mhm. Schön, Sie am Apparat zu haben. Mein Name ist Gerald Schmidt und ich bin ein Kundenberater von Elite Club. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute haben wir es tatsächlich, nach ganz unten mit der Niveauschwelle geschafft. Denn heute wird nach dem Herrn Schnuckelpimmel verlangt. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Sie haben sich angemeldet bei uns, richtig? Ja. Vor ungefähr 15 Stunden. Das kann sein, ja. Also, Sie sind auch informiert worden, um was es so genau geht? Nö, ich habe mich da angemeldet, weil da was mit Geld verdienen war und dann... Genau, genau. Um Geld zu verdienen, man muss auch durch eine Investition anfangen. Ja. Und dann wird ein Schutzkapital von uns erhalten und wird es alles automatisch laufen und Sie können jederzeit Ihr Geld wieder auszahlen lassen. Dann werden Sie einen Anruf von unserem Finanzberater bekommen. Mhm. Und er wird Ihnen dann weiter alles erklären. Ach so. Ja, Herr Schnuckelpimmel, sind Sie also interessiert, richtig? Mhm. Okay, was haben Sie für eine Kreditkarte? Master- oder Visa-Karte? Eine Kreditkarte? Ja. Oh, da muss ich erstmal gucken. Möchten Sie also anfangen bei uns? Ja. Okay, mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Ich würde erstmal 50 Euro nehmen. Also, ich glaube ich Ihnen schon, aber minimaler Betrag ist 250 Euro. Und Sie werden natürlich auch mehr Bonus bekommen. Desto, je mehr Sie einzahlen, desto mehr bekommen Sie als Gewinn. Ach so, weil Sie haben ja gefragt, wie viel ich einzahlen will. Wie bitte? Sie haben mich ja gefragt, wie viel ich einzahlen will. Ja, ich habe vergessen, Ihnen auch davor zu sagen, also wie viel der minimale Betrag ist. Ach so. Minimaler Betrag ist 250 Euro, wenn Sie mit einer Kreditkarte einzahlen. Und dann ist es 500 Euro und 1000 Euro. Ja, wenn Sie 500 Euro einzahlen, dann bekommen Sie mehr Bonus. Aber ich glaube, Sie wollten ja mit 250 Euro anfangen, richtig? Mhm. Okay, Sie haben gesagt, Sie haben eine Kreditkarte? Ja, ich muss erst mal gucken gehen, welche das war, weil die habe ich noch nicht benutzt. Okay, gucken Sie mal bitte, nehmen Sie bitte Ihre Kreditkarte in der Hand und gucken Sie, welche Sie haben, also Master- oder Visa-Karte. Mhm. Okay? Mhm. Wir bleiben so lange an der Leitung. Okay. Und, haben Sie schon? Ja, ich muss mein Portemonnaie noch finden. Ah, okay. So, da habe ich meine Kreditkarte. So. Was haben Sie? Ich sage, da habe ich meine Kreditkarte jetzt. Okay. Also die nehme ich öfters. Da steht drauf Dong Shuang. Dong Shuang, was ist das? Das ist eine Kreditkarte. Okay, steht da nicht Maestro oder Visa? Nee, das Unternehmen heißt Dong Shuang. Ein kleiner Moment. Mhm. Mit welcher Nummer fängt das an? Was meinen Sie jetzt, die Kreditkarte oder also die Kartennummer? Die Kartennummer mit was ist die erste Zahl? Von der Dong Shuang Karte jetzt? Also die Kartennummer ja, ja. Oder die Nummer, über die abgebucht werden kann? Oder das Verfallsdatum? Also wollen wir Ihre Karte, also Schwab, oder? Ist es Dong Schwab? Dong Shuang. Shuang. Ja. Okay, die Kartennummer, was ist das für erste Zahl, was ist das für eine Zahl? Ist es mit 4, 5? Ja. So, die Kartennummer, die fängt an mit 6-0. Okay, einen Moment noch kurz bitte. Mhm. Also, sind da 16 Ziffern, oder? Das habe ich noch nicht nachgezählt, ich kann ja mal gucken, warten Sie. Ja, gucken Sie mal bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ja. So, jetzt, wie viel? 16, oder? 16, ja. Genau, der erste war, haben Sie gesagt, 6-0. Können Sie mir bitte weitere Nummer sagen, damit ich Ihre Konto aktivieren kann?
Ja, da kommt dann noch die 1131201. 60131? Nee, zweimal die 1. Ah, 60, zweimal die 1? Ja, dann kommt die, dann kommt die 31201064. Moment. Also 31? Ja. 0? Nee, dann kommt die 2. 60, 2 mal 1, 3, 1. Und dann kommt die 2. Dann? Na, 2. Wieder 2? Nee, einmal die 2. 3, 1, 2, 2? Nee, nur die 3, 1, dann die 2, 0. Ah, okay. Dann? Hm. Dann kommt die, 1, 0, 6. 1, 0, 6? Hm. Und dann die 40475. 40475. Mhm. Okay, die Ablaufdatum bitte. Da steht. Okay, ihre Geburtsdatum brauche ich, nicht Ablaufdatum, also ihre Geburtsdatum brauche ich. Mein Geburtsdatum, was hat denn das mit der Karte zu tun? Genau. Ja, weil es ist, Sie haben ja, ich nehme gerade Ihre Daten, verstehen Sie, um Ihr Konto zu aktivieren, um die, Ihre Sicherheit, brauche ich Ihre Geburtsdatum noch, ja. Und dann, ich warte. Ach so, das ist der 17.07.92. Okay, 17.07.92, hm. Richtig? Genau. Okay, ich übergebe das weiter an meine Finanzabteilung. Okay? Warum? Ja, weil Finanzabteilung übernimmt das für Sie, okay? Ach so, können Sie das nicht? Ja, ich übergebe das weiter und Sie machen das, Sie aktivieren dann Ihr Konto und wir bleiben an der Leitung, keine Sorge, wir bleiben an der Leitung. Aber ich dachte, Sie sind der Kontoaktivator. Ja, ich aktiviere Ihre Konto. Ich aktiviere Ihre Konto. Ja. Natürlich, aber ich habe Ihre Karten jetzt genommen. Und übergebe meine Finanzabteilung das weiter. Der hat es jetzt mit Geld oder so zu tun. Der macht es für Sie. Mein Job ist, Sie anzurufen und Ihnen die Informationen geben, was Sie brauchen. Okay? Hm. Ich habe gesagt, ich bin ein Kundenberater. Naja, und ich dachte, wir machen noch weiter oder so. Aber jetzt sind Sie ja dann schon weg, das ist ja, ja schade. Nein. Ich bin schon hier. Machen Sie sich keinen Kopf. Mhm. Ich bleib noch hier, wir bleiben weiter in Kontakt. Okay. So, Herr Schnuckepimmel, wie viel haben Sie gesagt, mit wie viel wollen Sie anfangen? Ja, wenn es geht, würde ich 50 machen. Ja, da sind wir wieder bei der ganz besonders seriösen Callcenter-Variante, wo man permanent an irgendeinen anderen Mitarbeiter weitergereicht wird, nur wegen eigentlich einer ganz kleinen Aufgabe. Der eine trägt die Daten ein, der andere kümmert sich um euer Konto und fünf Leute hören dabei noch irgendwie zu. Einmal der Chef und noch andere Leute, die wahrscheinlich ja, den Betrug noch üben. Ich weiß es nicht. Aber unseriöser geht das Ganze hier eigentlich überhaupt nicht mehr. Man wird hin und her geschoben, lauter Lala-Aussagen und alles ein bisschen wischiwaschi und durcheinander und in einem Kakerlakendeutsch, was wirklich keine Sau verstehen kann, beziehungsweise wo es echt schwer fällt. Und naja, ich weiß nicht. Also da soll man jetzt sein Geld einzahlen? Lieber nicht. Aber hören Sie, ich habe Ihnen auch gesagt, dass minimale Betrag ist 250 Euro. Und Sie werden natürlich mehr Bonus erhalten von uns. Und ich würde Ihnen, ich bin ja ein Kundenberater, ich würde Ihnen gerne beraten, mehr zu einzuzahlen. Mhm. Weil Sie werden ja mehr Bonus erhalten. Mhm. Es ist 500 Euro, wenn Sie 500 Euro einzahlen, dann kriegen Sie einen 200 Euro Bonus von uns. Wenn Sie 1000 Euro einzahlen, dann kriegen Sie einen Bonus von 300 Euro von uns. Wie viel und plus den Gewinn natürlich, okay? Also wie viel würden Sie? Wenn ich 250 einzahle, dann kriege ich 300 Bonus. Nein, wenn Sie 250 Euro einzahlen, dann kriegen Sie 150 Euro als Bonus, okay? Ach so. Ja. Wie viel sind das denn insgesamt? Dann werden Sie 1000 Euro oder so als Gewinn zusammen mit dem Bonus erhalten, okay?
Oje, oje. Unfassbar. 1000 Euro oder so werde ich denn mit dem Bonus bekommen. Ist ja eine sehr zuverlässige Aussage mit dem oder so. Eieiei. Also wenn ich 250 Euro einzahle, dann kriege ich da 1000 Euro raus. Ja, ungefähr. Nicht genau so, aber ungefähr so in die 800, 900.000 Euro. Es ist verschiedene, also wie viel Chancen sie haben, wie viel Glück sie haben, da so viel werden sie auch bekommen. Und wie lange dauert es? Also es dauert bis 3 bis 4 Tage dauert. Okay, Herr Schnuggelpimmel, brauche ich von Ihnen noch die Straße und Hausnummer, okay? Ja. Ja, also wie heißen Ihre Straßen? Die Straße? Die, wo ich wohne, ja? Ja. Ja, das ist die Braunschweiger Straße 77. Brauer? Braunschweiger Straße 77. Braunschweiger Straße 77. Ja. Okay. Was ist es für eine Stadt? Die Stadt ist Berlin, oder? Ja, Berlin-Neukölln. 12055, richtig? Ja. Okay. Moment. Bleiben Sie noch kurz am Apparat. Also, Schnuggelpimmel, wollen Sie mit 250 Euro einzahlen? Oder 500? Na, ich weiß nicht. Sind 500 auch gut? 500 ist gut. Hören Sie. 250 Euro ist gut. 500 Euro ist besser. Und 1000 Euro ist super. Was wollen Sie? Na, also bei 250 Euro, da bekomme ich ja nach ein paar Tagen 1000 Euro raus. Wie viel bekomme ich denn bei 500 Euro raus? Genau, in ein paar Tagen. Wenn Sie 500 Euro auch einzahlen, in ein paar Tagen werden Sie genau so bekommen, aber halt mehr Kapital, verstehen Sie? Ja, wie viel kriege ich denn da raus? Boah, mit 500, ich glaube so 2 bis 5000 Euro werden Sie gewinnen, also. Okay, und mit 1000? Machen Sie mit 1000. Na, wie viel kriege ich da raus? Mit 1000? Ja. Mit 1000 kriegen Sie bis 10.000 Euro. Sie werden auch ein Schusskapital von uns bekommen. Oh Mann, man kann fast dabei zusehen, wie der sich die Scheiße ausdenkt. Also 1000 Euro mit 500 Euro und vielleicht und entweder und mal gucken und mit 1000 sind es dann schon 10.000. Also was will der eigentlich? Das ist ja komplett bekloppt, was der hier eigentlich erzählt. Vor allem, woher hat er die Zahlen? Und vor allem, wie bestätigt er die Zahlen und wie errechnet er die Zahlen? Ich meine, der Finanzmarkt ist absolut ja nicht berechenbar. Man kann vorher gar nicht festsetzen, wie viel es werden wird. Woher nimmt er die Zahlen? Absoluter Wahnsinn. Also wie man hier beschissen wird, das ist tatsächlich schon, ja, Königsklasse in Dummheit. Wie gesagt, mit 300 Euro ist der Bonus, was Sie von uns erhalten, wenn Sie mit 1000 Euro anfangen. Also wie viel mischen Sie gerne? Wie viel Bonus kriege ich bei 500? Bei 500 kriegen Sie 200 Euro Bonus. Ganz schön viel Geld. Ja. Ja, dann kaufe ich mir erstmal eine Woche nichts zu essen, dann nehme ich das mit 500. Wenn ich das dann nach ein paar Tagen ja schon wieder raus habe, dann ist das ja nicht so schön. Hören Sie, Herr Schnuggelpimmel, also wenn Sie 500 Euro machen, dann werden Sie in ein paar Tagen sofort werden Sie einen Gewinn erhalten und Sie können Ihr Geld wieder sofort auszahlen lassen. Verstehen Sie? Es sind so maximal bis übermorgen oder weil es ja noch Wochenende ist, so bis Montag ist alles erledigt. Verstehen Sie? Gehen Sie einen Tag, ein Wochenende, gehen Sie nicht in die Party oder so. Bleiben Sie einfach zu Hause, damit Sie ganzen Monat, ganzes Jahr feiern können. Okay, also wenn Sie sagen, ja, dass ich das bis nächste Woche wieder habe, dann muss ich mir ja keine Sorgen machen, dass das Geld nicht reicht. Dann nehme ich 1000. Und hier wird das Ganze echt richtig abartig widerlich. Ich erzähle Ihnen hier gerade, dass ich dann kein Geld mehr zum Essen übrig habe. Das heißt, kein Geld für Lebensmittel. Das heißt, ich könnte da verhungern oder wie auch immer. Zumindest habe ich dann riesengroße Probleme.
Und er lacht sich eins und meint, das ist in Ordnung und ich werde ja da so viel Geld mitmachen, dass ich das Geld ja dann in ein paar Tagen, habe ich ja dann wieder Geld auf dem Konto und mehr als denn je. Alter, hackt's. Die nehmen wirklich Geld von Menschen, die gar nicht genug Geld zum Leben haben, die sogar sagen, ja, das Geld reicht dann nicht zum Essen, also ich muss bis dann und dann mein Geld auch wirklich wieder haben, sonst kann ich mir nichts zu essen kaufen. Und es interessiert die nicht. Also das ist schon echt richtig widerlich. Überlegt mal, die berauben Leute, die wirklich auch sogar offen sagen, dass sie kein Geld haben und sich dann nichts mehr zu essen kaufen könnten. Das interessiert die einfach nicht. Die nehmen sich einfach und bedienen sich, oh, egal, ob ihr denn danach noch irgendwie Geld zum Überleben habt oder eben nicht. Das spielt da überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was Rolle spielt oder überhaupt eine Rolle da spielt, ist, dass die euer Geld kriegen, wie es euch danach geht und ob ihr denn irgendwie noch Geld zum Leben habt, das interessiert da niemanden. Sollen wir mir 1000 Euro einzahlen? Ja, mehr Geld habe ich denn aber nicht mehr, dann ist das Konto leer. Okay, mit 1000 Euro. Ja. Haben Sie schon 1000 Euro auf Ihrer Karte? Wie meinen Sie denn das? Das ist doch eine Kreditkarte, die hat doch nichts drauf, die bucht doch ab. Also haben Sie gar kein Geld auf Ihrem Kredit? Na, auf einer Kreditkarte kann man doch gar kein Geld haben. Die buchen doch dann ab vom Bankkonto. Kredit heißt okay, doch Minusgeschäft. Okay, auf Ihrem Bankkonto haben Sie schon Geld, oder? Nur auf dem Bankkonto ja, aber auf der Kreditkarte okay. Kann man ja kein Geld haben. Okay, auf Ihrem Kreditkarte, wenn wir jetzt anfangen, dann man bucht von Ihrem Bankkonto schon ab, oder? Ja, das bucht dann da ab. Also ich habe jetzt noch okay, ganz genau auf meinem Bankkonto 1000 Euro und 4 Cent. Okay. Sind Sie sicher, dass wir das von da abbuchen können? Ja, ja. Sie haben ja gesagt, dann haben wir danach fast 10.000 drauf. Das so viel halte ich noch nie genau. auf meinem Konto. Ja, alles gut. Ich probiere das, okay? Ja. Ich probiere das gut. Bleiben Sie an der Leitung, okay? Okay. Das ist ein Vitamin-Effekt ohne alles. Da war nichts mehr drauf. So, Herr Schnuggelpimmel, gucken Sie mal bitte auf Ihr Ablaufdatum von Ihrem Konto. Von welches Konto jetzt? Von meinem Bankkonto? Kreditkarte. Von Ihrer Kreditkarte, die Ablaufdatum. Das steht Verfallsdatum, ist das das gleiche? Die Ablaufdatum meine ich, von Ihrer Kreditkarte. Bei mir steht hier Kartennummer und Verfallsdatum. Dieses Datum brauche ich. Ja, da steht ja. 0321. 0321, okay. Hä, aber das ist schon abgelaufen. Wie? Ja, 0321 ist schon abgelaufen. Ach ja. wir versuchen das mal, aber Herr Schnuggelpin, was haben Sie denn für ein anderes Kartenkonto? Na, da habe ich denn noch Sparkasse. Okay, TVV... Aber hier steht ja drauf Verfallsdatum. Verfallsdatum heißt ja immer mindestens haltbar bis. Vielleicht geht's ja noch. Okay, die dreiständige Nummer brauche ich noch. Drehen Sie Ihre Karte um, da ist ein dreiständige Nummer, okay? Die brauche ich noch und dann... Wenn wir das machen. Ach ja, hier auf dem Feld, wo meine Unterschrift hin muss, da steht so eine dreistellige Nummer, die ist so komisch aufgedruckt. Ja. Was ist denn? Da muss ich mal gucken. Da steht 930. 930, okay. Ja. Alles klar. Moment. Können Sie bitte noch einmal Ihre Ablaufdatum sagen? Dieses Datum. Na, Verfallsdatum steht hier. Da ist 0321. Okay. Mhm. Okay, wir probieren das nochmal. Sie haben gesagt, dass Sie eine Sparkasse haben, oder? Ja, ja, ich habe, also, das ist nicht haben meine, Sie, aber... Online, ich hab da so einen haben Sie Online-Banking auch? Nee, das müsste ich dann überweisen, aber die sind hier gleich vorm Haus. Ja, alles gut. Okay, ja, passt schon. Eine Sekunde, okay? Herr Schnuggelpimmel?
Gucken Sie mal bitte nochmal auf diese Daten, vielleicht ist es 22 und nicht 21. Nee, da steht 03/21, aber da steht ja Verfallsdatum. Das heißt, das ist ja nur mindestens haltbar bis. Also könnte das vielleicht noch gehen. Ich weiß nicht, also wir probieren das, aber das geht irgendwie nicht. Deswegen sage ich ja Ihnen das. Hm. Ist da irgendein anderes Datum da? Nö. Okay, Schnuggelfilm, können Sie mir bitte ein Foto von Ihrer Kreditkarte mir senden? Okay? Ein Foto? Eine Foto von Ihrer Kreditkarte. Hm. Okay, ich habe Ihnen vorhin auch ein E-Mail geschickt und ich schicke jetzt Ihnen auch noch ein E-Mail. Moment. Okay? Ja. Herr Schnuggelfilm? Ja. Also, eine Sache noch brauche ich von Ihnen? Noch eine? Eine Sache, ja. Also, Sie haben, diese Karte ist ja abgelaufen worden, richtig? Und jetzt, Sie haben bestimmt eine neue Kreditkarte? Oder? Sie haben neue Kreditkarte, weil wenn eine Karte abgelaufen ist, dann bekommt man eine neue, richtig? Weiß ich nicht. Also, wann haben Sie zuletzt diese Kreditkarte benutzt? Weiß ich nicht, schon lange her. Also wann? Wie viele Monate? Keine Ahnung. Ich hab die einfach mal so gekriegt. Okay, haben Sie meine E-Mail-Adresse, haben Sie eine Nachricht von mir bekommen? Gucken Sie mal bitte nach. Was sind Sie denn? Gehe ich mal kurz an E-Mail, Moment. So. Mache ich erstmal mein Postfach auf. Ja. Also, wenn Sie ja einkaufen gegangen sind, gell? Hm. Also, wie haben Sie denn bezahlt? Na, dann nehme ich immer Bargeld. Deswegen sage ich ja, wenn wir jetzt abbuchen, dann ist nichts mehr da. Okay. Da gehe ich immer an Automaten und dann hole ich mir da so ein paar Scheine. Wie bitte? Da gehe ich immer an Automaten. Ja. Okay, funktioniert das, wenn Sie Ihre Karte auf Bankautomat? Da habe ich ja die von der Sparkasse, die Karte. Okay. Okay, haben Sie meine E-Mail schon bekommen? Das Passwort mache ich gerade auf. Das lädt ja noch. Da muss mal ganz schön viel runtergeladen werden. Okay. Und? Ich gucke gerade, wie heißen Sie denn da? Gerald Schmidt. Ist noch nichts da. Ich guck mal in dem anderen Ordner, wo manchmal E-Mails ankommen. Ich weiß ja nicht, das ist ja Ihre E-Mail-Adresse. Hallo? Ja. Herr Schnuggelpim, haben Sie einen Computer jetzt vor Ihnen? Ja, ja. Hm. Können Sie bitte in Anidesk aufladen? Also runterladen? Was ist das? Anidesk. Es ist eine Applikation, halt, wo ich. Weil Sie haben ja, irgendwie funktioniert das nicht mit Ihrer Kreditkarte. Deshalb brauche ich von Ihnen also die Anidesk, um eine Überweisung zu tätigen. Ja. Okay? Mhm. Und das wird es halt einfach vom Computer gehen. Also das brauche ich denn für die Überweisung? Genau. Weil wir machen das mit einer Überweisung, okay? Okay. Also, laden Sie bitte Ihre Anydesk, diese Anydesk-App runter. Wo muss ich das machen? Auf Ihrem Laptop. Ich habe gar keinen Laptop. Computer. Ja. Laden Sie bitte runter. Muss ich mal gucken. Das ist ein bisschen. Hallo? Ja. Sind Sie Herr Sebastian? Was? Sind Sie Herr Sebastian? Wie? Wie heißen Sie?
Na, mein Nachname ist Schnuckelpimmel. Ich würde die ganze Familie fegen, du Hurensohn. Verpiss dich von uns, du Motherfucker. Oh, die sind aber unfreundlich. Tja, was will man da noch groß zu sagen? Da ist wohl jemandem aufgefallen, dass ich da in der Firma mit einem anderen Namen wohl schon mal registriert war. Lustig allerdings, dass das immer erst sehr spät bei denen auffällt. Ich weiß nicht, was da bei denen los ist und ja, wie sie das machen. Vermutlich jedes Mal an der Telefonnummer, wenn ich die gleiche benutzt habe. Naja, auf jeden Fall hat das ja jetzt hier wieder bewiesen, was es für eine Firma ist. Da muss man gar nicht so viel dazu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Am besten mit Glocke, denn dann gibt es auch eine Information, wenn ein neues Video kommt. Ja, und jetzt seht ihr hier noch die Videos, die sonst auf dem Kanal bereits schon hochgeladen wurden, aus der Playlist. Da könnt ihr euch die Zeit bis zum nächsten Video vertreiben. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.